Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial zur neuen Funktion der Officer Corps. Und es sind einige Dev Diaries erschienen und ich möchte euch gerne alle diese Dev Diaries jetzt einmal konzentriert vorstellen und euch diese neue Funktion mal zeigen, was es denn alles Cooles können wird. Grundsätzlich die Idee, wozu ist dieses Officer Corps da? Bisher gab es in diesem Politikmenü, das sich hier oben versteckt, ein paar Air Force, Navy und Army Leute, die irgendwas gebracht haben. Dann gab es an einer ganz anderen Stelle Generäle, die irgendwie was gemacht haben. Dann gab es an einer ganz anderen Stelle zum Beispiel die Doktrins, die auch wiederum irgendwas gemacht haben. Und alles hat eigentlich Einfluss auf die gleiche Sache, nämlich deine Armee, deine Navy oder deine Luftwaffe. Und das wird jetzt konzentriert gebündelt in den Officer Corps. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Wenn ihr das zum ersten Mal öffnet, das Update, Achtung, es ist noch nicht erschienen, die Bilder sind aus den Dev Diaries, dann werdet ihr hier oben diesen Button haben und damit könnt ihr die Officer Corps öffnen. Hier drinnen habt ihr dann drei Commands, Army, Navy und Air Force. Und jetzt ist ganz wichtig, hier könnt ihr einen Oberkommandierenden definieren. Der wird also in diesem Politikmenü hier dann rausfliegen und danach nur noch im jeweiligen Officer Corps, also im Command Army, Navy oder Air Force zur Verfügung stehen. Hier an diesen drei Stellen. Da könnt ihr euch dann einen auswählen. Das ist entsprechend genauso, wie ihr das kennt. Allerdings eine ganz große Änderung. Die ist wirklich jetzt wichtig. Die Erfahrung, die Experience Gain, die ihr generiert, das macht ihr jetzt nicht mehr hauptsächlich durch den Kampf. Also, was sie damit unter anderem auch verhindern wollen, ist so dieses Zwangstraining von gut trainierten Einheiten, um Experience zu kommen, womit wir wiederum die Visionsdesigns ändern können. Sowas wollen sie damit auch ein bisschen unterdrücken und alles etwas, ich nenne es mal, runder machen. Das heißt, der Oberkommandierende generiert jetzt durch seine Erfahrung im Army Command Army Experience, die ihr auf dem Konto gutgeschrieben bekommt. 0,08 am Tag würde zum Beispiel Ferdinand Schörner generieren. Der Kampf wird euch immer noch ein bisschen generieren, allerdings wird es dramatisch viel weniger sein als das, was es momentan gibt. Und es ist klar, natürlich, das wird immer noch ein bisschen Experience generieren, aber der Hauptteil kommt jetzt vom Oberkommandierenden der Luftwaffe, der Navy oder der Army, je nachdem, um welches es geht. Wenn wir nochmal zurückgehen, dann sehen wir an der Seite jetzt aber auch die Doktrins. Und das ist auch sehr interessant. Die Idee dahinter ist jetzt, dass ihr eine Doktrin nicht erforscht, sondern, und das finde ich auch viel sinnvoller, dass im Oberkommando der Army, der Navy oder der Air Force jetzt ein Typ sitzt mit seinem Stab, der irgendwann darauf kommt, hey, wir könnten das doch so machen. Oder es gibt da doch noch diese Taktik. Oder es gibt da doch noch den Blitzkrieg, den wir machen könnten. Oder es gibt das. Das macht mit der Forschung, hat das irgendwie nie so richtig Sinn gemacht für mich persönlich. Und das finde ich extrem cool, denn wenn ihr hier jetzt draufklickt auf diese Sachen, dann bekommt ihr so einen Übersichtsbildschirm. Das ist am Ende des Tages wieder genau das Gleiche. Da soll sich laut dem Dev Diary nicht sehr viel ändern. Aber ihr seht jetzt, das ist jetzt konzentriert eben in den Officer Corps. Und hier könnt ihr jetzt eben mit den, mit der Experience, die ihr generiert habt, über euren Oberkommandierenden und ein ganz bisschen zum Teil natürlich auch über den Kampf, könnt ihr diese Sachen jetzt freischalten. Es war ja schon möglich, dass ihr etwas ausgebt, um die Kosten oder die Forschungszeit zu reduzieren. Jetzt werdet ihr das komplett freischalten können über die Experience. Und somit habt ihr auch natürlich so einen Zeitfaktor mit drin, dass man sagt, hey, wenn ich genug Experience habe, dann kann ich das freischalten. Und ihr müsst die Experience natürlich noch für andere Sachen ausgeben. Und das gucken wir uns jetzt auch noch an, was es hier noch gibt. Das heißt, wir haben uns jetzt das hier angeguckt. Ihr werdet also in der Lage sein, einen Oberkommandierenden zu definieren, der das Ganze unter Kontrolle hat. Verzeiht bitte. Der hat dann natürlich, können wir uns nochmal angucken, der hat dann auch entsprechende Boni, Infantry Division Attack, Infantry Division Defense, ja, die Sachen kennt ihr, das ist gleich geblieben oder also zumindest gibt es diese Boni noch, ob sie bei den jeweiligen Personen gleich geblieben sind, weiß ich nicht, aber es gibt diese Sachen immer noch und dann habt ihr ganz oben jetzt einen sitzen, der euch für alle Infanterie Divisionen jetzt einen höheren Attack gibt. So, was gibt es denn noch, um eure Armee zu spezialisieren, um vor allen Dingen auch ein bisschen mehr in diese historischen Fokusse reinzugehen, die man da mal jetzt unter anderem auch machen möchte.
Ihr habt hier unten drei Buttons. Und an diesen Buttons, das ist der sogenannte Spirit der Armee. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie der... Ja, Spirit kennt man ja wahrscheinlich, ne? Das ist so ein bisschen der Geist der Armee. Das, was sie so ein bisschen ausmacht. Das könnt ihr damit definieren. Ihr könnt immer nur ein Spirit gleichzeitig einstellen für drei Kategorien. Das heißt, es gibt hier den Spirit der Division, dann sind wir ganz unten. Dann gibt es den Spirit der Armee, das ist, ne, also die Armee, die dann die Division beinhaltet. Und dann gibt es den Academy Spirit, was so ein bisschen auf die Generierung hier dieser Personen und Generäle, die dann die Armee befehligen, eingeht. Gucken wir uns aber gleich alles an. Diese Spirits grundsätzlich sind dazu gedacht, euch bestimmte Boni zu geben. Und ich gucke mir jetzt mal nicht den von der Army an. Wir springen mal zuerst zum Division Command und gehen dann hier mal fortlaufend hoch. Das heißt, ihr habt jetzt das Division Command und dort könnt ihr zwischen einem Spirit auswählen. Aber auch hier wieder Achtung, es wird für verschiedene Länder wahrscheinlich verschiedene Spirits geben. Da bin ich mir aus dem Death Diary noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, das ist definitiv, da steht drinne. Es wird nicht alle Spirits geben für alle Länder. Einige Spirits sind zum Beispiel dann auch abhängig von eurer aktuellen politischen Situation. Kommunismus, Faschismus, Demokratie und solche Sachen. Und hier ist jetzt erwähnt das Manöver Warfare. Und da habt ihr beispielsweise jetzt einen Bonus für den Divisionsspeed von 5%. Und das ist gerade, wenn man in Richtung der Deutschen guckt, mit der Blitzkrieg-Taktik schon enorm stark. Wenn man jetzt denkt, man hat einen starken Infanterieangriff, man hat eine höhere Geschwindigkeit, dann habt ihr schon zwei Punkte, die ihr in eurer Armee sehr spezialisiert habt. Wenn ich jetzt an Frankreich denke, wäre vielleicht hier oben Static Warfare sehr interessant, dass ihr die Maginot-Linie verbessert und das optimiert. Dass man vielleicht sogar in Richtung der Ardennen-Offensive, also des ersten Durchbruchs über die Ardennen, hier versucht etwas zu machen und so weiter und so weiter. Also da kann ich mir vorstellen, das bringt ein viel, viel mehr und viel, viel interessantere Situationen in die Schlachten rein. Und das kostet euch jeweils 75, das zu ändern. Dann gibt es die Army Experience, das wäre dieser Button hier. Und da geht es im Prinzip eine Ebene höher. Da seht ihr hier als Beispiel Elevated Engineer Course. Und da würde zum Beispiel der Experience Gain 25% erhöht sein und das Einsetzen einer Engineer Company beim Unit Design. Das heißt, ihr geht in den Division Designer und packt so eine Engineers Company rein in eine Division. Das kostet euch 75% weniger. Das ist auch schon ziemlich mächtig. Da könnt ihr nämlich dann so ein bisschen rumpuzzeln und gucken, wie spare ich jetzt die Experience der Army ein, dass ich mir vielleicht noch einen besseren General irgendwie holen kann. Dann gibt es hier auf dem Punkt, gibt es die Academy. Und bei der Academy läuft es minimal anders. Die Academy, dazu muss man wissen, die Generäle, die in Hearts of Iron existieren, sind zufällig autogeneriert. Das heißt, es gibt da irgendwie einen Zufallsfaktor, der generiert euch die ganzen Generäle und darunter könnt ihr dann einen aussuchen. Und diese zufällige Generierung könnt ihr beeinflussen. Das heißt aber nicht, dass ihr diesen General dann definitiv bekommen werdet. Das heißt nur, dass ihr die Generierung in diese Richtung beeinflusst. Und das könnt ihr mit dem Spirit of the Academy machen. Ihr seht es hier unten. 50% Chance that a new officer are created with the Engineer Officer Trait. Das heißt, wenn ihr das wählt und sagt, hey, pass auf, ich habe jetzt die Engineer Companies mir ausgewählt. Ich brauche die in der Schlacht. Ich habe die in all meinen Divisionen drin, das ist günstiger gewesen, ich habe Punkte gespart und jetzt hätte ich gerne einen Officer, der euch eben den Engineer Trade bringt, der dann vielleicht noch irgendwelche Boni noch oben drauf gibt, sodass ihr dieses Bild, dieses Netz quasi komplett habt. Und das könnt ihr hier einstellen. Da gibt es zum Beispiel auch Bold Attack oder Political Loyalty, das wird wahrscheinlich irgendwie irgendwelche Politikpunkte generieren, was auch immer die hinter den anderen steckt. Ja, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen, aber das ist insofern interessant, dass ihr hier zum ersten Mal wirklich auch eine Möglichkeit habt, die Generäle aktiv zu beeinflussen, die ihr haben wollt oder die Officers. Und wir gehen nochmal zurück und gucken uns das Bild nochmal an. Also, wir haben jetzt die Army Commands, da gibt es einen Vorsteher und den könnt ihr jetzt bestimmen. Der gibt euch die Experience. Mit der Experience könnt ihr die Doktrin erforschen
und die Spirits auswählen. Und damit haben wir jetzt so ein bisschen das Netz gespannt. Wir haben unseren Armee-Oberkommandierenden. Darüber haben wir die Spirits in die Armee eingebracht, womit wir so ein bisschen sagen können, wie generieren wir die Officers? Wie ist das grundsätzliche Aussehen vielleicht der Armee? Und wie sind unsere Divisionen drauf? Vielleicht ein kleiner Bonus in eine bestimmte Richtung. Das Ganze gibt es für Navy und Air Force ebenfalls. Und dann bleibt natürlich die Frage, wozu ist der letzte Button hier da? Und das ist die Taktik. Das ist auch extrem cool und ich finde das... Das ist einer der besten Sachen, meiner Meinung nach, die es in diesem Officer-Kurs gibt. Es wird jetzt die Möglichkeit geben, wenn ihr diese ganzen Sachen gemacht habt, jetzt auch noch euren Officers zu sagen, hey, pass auf, wenn du in eine Schlacht reingehst, dann guck dir bitte diese Taktik als allererstes an und denk mal gründlich drüber nach, ob die nicht die richtige ist. Das heißt nicht, dass er diese Taktik definitiv immer wählen muss. Wenn ihr hier eine Taktik auswählt, heißt es, dass er diese Taktik bevorzugt wählen kann. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Das heißt, ihr sagt ihm hiermit wirklich, diese Taktik, die ihr hier ausgewählt habt, Blitzkrieg, die ist mir wichtig. Guckt ihr bitte die Taktik an. Wenn die entscheidende taktische Nachteile hat, dann darf er was anderes wählen. Ansonsten würde er den Blitzkrieg auswählen. Das kostet euch hier diese Command Points, diese Befehlspunkte. Und wenn ihr das dann aktiviert habt, wie gesagt, dann habt ihr den Effekt, dass er das auswählen sollte, nicht muss, sagen wir es mal so. Dann gucken wir nochmal auf das Bild hier zurück und dann haben wir im Prinzip alles von den Officer Corps. Das heißt, es gibt drei Corps mit diesem jeweiligen Netz und das Schöne hinter dieser Technik ist jetzt, dass ihr wirklich in der Lage seid, jetzt Netz aufzuspannen. Das heißt, ihr habt den Oberkommandierenden, könnt sogar die Generierung der Generäle beeinflussen. Ihr könnt damit die Armee in eine bestimmte Richtung designen, eure Divisionen ebenfalls. Ihr könnt sagen, welche Taktik ihr haben möchtet im Kampf und ihr könnt dann auch jetzt in dem Menü speziell die Doktrins auswählen und erforschen, die ihr haben wollt mit der Experience, die ihr generiert und somit wirklich der gesamten Armee eine spezielle Richtung aufdrücken. Und ich muss sagen, ich freue mich auf das Update, wirklich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und wenn euch dieses Tutorial was gebracht hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Like freuen und ein Abo natürlich auch. Entschuldigt, dass es ein bisschen lauter wurde. Und dann macht's gut. Bis zu den nächsten Dev Diaries, welche Themen da auch immer behandelt werden. Macht's gut, bis dahin, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.